Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Tropico 5 auf der Insel von El Presidente, wo es inzwischen 1600 Seelen gibt. Ja, was soll ich dazu noch sagen, außer geil, 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 es läuft doch. So, wir haben noch einen Auftrag, neues Forschungslabor herzustellen bzw. aufzubauen. Warum laden wir nicht den Papst nach Tropico? Gerne. Haben wir nämlich auch schon die zwei Kathedralen von vornherein. Die religiöse Gemeinschaft ist über ihre Spiritualität sehr erfreut. Und wir nehmen auch gerne Kohle an. So, gucken wir mal, ob wir hier noch hier und da noch Gastarbeiter brauchen. Und ja, wir brauchen sie auf jeden Fall. Wie sieht es mit dem Öl aus? 12.000 noch übrig hier. Die Raffinerie macht ja gar nichts mehr. Beziehungsweise gar nichts ist natürlich falsch. Es gibt, glaube ich, kein Öl mehr. Erdgas geht noch raus, weil Hydrofarm in der Nähe. Das, was ich wirklich brauche, ist aber die Kohle, die hier hinten ist. Weil die könnte wieder umgewandelt werden in Öl. Wie auch immer dieser Prozess funktionieren mag, ist mir auch egal. Hauptsache, es bringt Geld. Ach komm, setz dich doch einfach da dran. Ich hab's schon zu perfekt gemacht wieder. Genau, setz dich da halb rüber. Dann fehlt halt hier ein kleines Stück, ist auch egal. So, meiste Hydrokultur upgraden Blödsinn. Ja, Universitätsabschluss benötigt will ich hier nicht. Das habe ich ja schon hier hinten verkackt. Wir haben zuletzt ja hier auch sehr viel in die Richtung gemacht von Landgasthaus. Genau, was wollten wir machen? Flughafen wollten wir eigentlich gehen. Damit wir den einen oder anderen Touristen auch holen können. Ich muss jetzt erstmal nur gucken, wo war es denn nochmal? Tja, Aerodrom. Bam. Ich baue mal hier hinten ein Apartmenthaus, damit die, die hier in der Kohlenmine arbeiten. So, die brauchen mindestens 50. So, da können arme Leute drin leben und dann haben wir die hier voll und haben die meisten Familien wahrscheinlich auch hier in dem Gebäude drin. Sehr gut. Das Aerodrom möchte ich jetzt nicht beschleunigen im Bau, weil... kostet. Kostet eine ganze Ecke. Hier haben wir recht viel Mais im Ausgang, aber ich glaube, sonst sind die Produktionen alle in Ordnung. Müssen halt nur mal schauen im Handel. Ja, Kohleexport können wir wieder aufleben lassen, auch wenn natürlich das gerade eine eigentlich ziemlich doofe Sache ist mit dem Kohleexport. Und wir werden mal eben die Mission erfüllen und einfach das Forschungslabor auch bauen. Auch wenn ich es eigentlich gar nicht mehr brauche. Hallo, Musik? Ach egal, komm, schneller Bau für beide. Ich habe mehr als genug Geld. Komm mal hier schön beschleunigen. Bringen mir zwar gerade nichts. Aber ich mache die Upgrades einfach mal mit. Flugtickets bringen mehr Gewinne ein. Oh, Arbeitsqualität nur 50. Dann erhöhen wir die mal auf 60. Manager können wir mal einen grünen Daumen einstellen. Fliegt durch den Stein. Ist ja auch egal.
Presidente, endlich haben wir die Kontoauszüge Ihres Schweizer Nummernkontos gefunden. Allerdings mussten wir schockiert feststellen, dass sich auf dem Konto mehr Geld befand, als wir dachten. Unser Wirtschaftsministerium muss versehentlich zu viele Schmiergelder darauf überwiesen haben. Soll nicht wieder vorkommen. Schrecklich. Wie könnt ihr nur? Hier ist auch Arbeitsqualität von 60. Verbrecherboss, den verbannen wir mal eben. Was sagt eigentlich meine Familie gerade? Wie viel habe ich auf meinem Schweizer Nummernkonto? 319.000. Können wir die nochmal um einen upgraden? Der Mittlere Osten überweist mir Geld. Unsere Bemühungen konnten den Papst nicht beeindrucken. Machen wir. Kamerad Präsidente, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Nein. Die Umweltleute können mich mal. So, wir werden jetzt auch erstmal nochmal einen militärischen Drill starten. Vermögenssteuer gerade nicht. Dann machen wir Baugenehmigungen, damit wir mehr Kohle kriegen auf unser Schweizer Konto. Touristenkampagne starten wir mal. Wir starten das Sensibilitätstraining. Infogramm brauchen wir gerade nicht. Gipfeltreffen machen wir auch einfach mal. Drogenlegalisierung lassen wir. Soziale Manipulation. Wo ist denn die Schmutzkampagne? Da. So, da machen wir den erstmal auf die Umweltschützer. Unruhenmittel. 143 Arbeitslose. Meisten. Achso, sind aber in der Grundschule. Einige Highschool-Jobs sind noch möglich. Es gibt ein paar Obdachlose. Unterhaltung ist schlecht. Sicherheit ist super. Arbeitsplätze ist so lala. Freiheit nimmt langsam ein bisschen ab. Produzierter Strom, alles gut. Außer, dass wir den noch upgraden müssen. Es gibt ein paar Todesfälle durch Gesundheitsversorgung. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. 23% Korruption. So, welche Fraktion mag mich denn sehr? Ich werde von Umweltschützern geliebt? Wieso? Na, gucken wir mal, dass wir die Globalisierer unterstützen. So. So, der Handel mit Kohle mit der EU wurde abgeschlossen, Gott sei Dank. Der war nämlich nicht gut für mich. Konserven haben wir nicht, Zigaretten machen wir schon. Erdgas könnten wir eigentlich machen. Aber es ist ja jetzt auch nicht die Welt. Kakao, das bearbeiten wir leider noch weiter. Ach, Erdgas machen wir schon. Aber hier USA, die zahlt mir nämlich mehr für Erdgas. Als hier die Europäische Gemeinschaft. Dann nehmen wir nämlich das auch noch mit. Präsidente, zum ersten Mal spüre ich... Nein, kein globaler Forschungsdrang gerade. Okay, langsam habe ich die Schnauze voll von diesem Burschen. Ja, der Vatikan will nicht kommen, der Papst. Dann rufen wir den persönlich an diesmal. Ich glaube, letztes Mal haben wir das andere gemacht. Oh, ich glaube, da kommen die ganzen Bristen, ne? Das ist natürlich auch gerade eine ganz unpraktische Sache. Ich habe gerade das Gefühl, das Spiel etwas hakt. Jedenfalls bei mir. Bei euch wird sich zeigen.
Aber ich frage mich echt, warum hier keiner einzieht. War jetzt nicht so, dass die irgendwie Landgasthäuser hier schlecht wären. Globaler Forschungstag habe ich sogar laufen. Haha. Habe ich voll nur annehmen müssen den Auftrag, dann wäre es nämlich gegessen gewesen. Antike Ruine, da können wir die mal erschließen. Außerirdische Artefakte. Das ist nur was für Touristen, bitte. Servicequalität 60. In der Feuerwehr wären es wahrscheinlich so 70 um Dreh. Oh, jetzt müssen wir mal echt hier was gegen tun. Wo ist es denn? Genau, wir machen jetzt hier mal eine U-Bahn-Station hin. Die kosten mich auch immer 30 Strom, ne? Wo sind denn die nächsten Möglichkeiten dafür? Da machen wir hier bei dem Haus vom El Presidente. Dann hier unten. Dann hier. Muss bestimmt gleich nochmal ein geodämisches Kraftwerk bauen. Weil ich sehe einfach, der Tourismus drückt mich da gerade extrem. Ah, hier wäre auch noch Platz. So, und da ich das halt schon weiß, können wir auch das nächste geothermische Kraftwerk bauen. Genau, schneller bauen, den bitte auch. Machen wir mal einen Umweltschützer einfach rein. So, die müssten mindestens Arbeitsqualität 50 haben bei der U-Bahn. Das sollte auch ein bisschen den Verkehr entlasten, sobald ich auch meine anderen U-Bahn-Geschichten hier fertig habe. Zum Beispiel die hier unten. Da können wir auch schon mal den Bau beschleunigen. Schön. Wahrscheinlich ist es einfach zu dämlich für die hier unten in der Ecke. Also reißen wir mal die Ökotouristen nochmal ab. Es zieht ja keiner an, also was soll ich mit den Gebäuden? Dann müssen wir uns was anderes überlegen, was wir hier unten aufbauen können. Multiplexino gerade noch nicht. Tourismus, Billighotel, Familienresort. Drei Kulturreisende, Landgasthaus, Ökotouristen, die hatten wir gerade Bord, Strandvilla, reiche Touristen, Wellnesshotel. Ich war es für die Pauschaltouristen, also die Dörfer. Weil da weiß ich ja, dass die schon mal ganz gut gelaufen sind bei mir. Sieht auch ein bisschen besser aus, wenn die also hier so ein paar Hüttendörfer stehen. Dann haben wir hier vorne noch ein Restaurant hin. Da können ja auch noch ein paar Touristen bedient werden. Weil sonst sind ja die Gebäude alle ausgebaut, beziehungsweise ist ja alles drin. Beziehungsweise es sind ja überall sonst, sind ja Gäste. Das war ein bisschen merkwürdig. So, Umbild auf 50 Arbeitsqualität, dann sind die wenigstens arm auch noch. Und läuft. Ah, das Restaurant ist direkt voll. Dann bauen wir direkt noch eins daneben.
Na, ist der gleich auch voll oder passiert hier gar nichts? Das sieht schon wieder so aus, wenn da kein reingeht. Dabei ist die Effizienz hier an der Stelle 170. Naja, immer die Restaurants voll, die nur für die Touristen sind. So, 1750 Zusatzeinnahmen. Sollte ja auch recht effizient sein. Wie sieht das hier oben aus? 65 Touristen kommen hier hin, 74 Touristen. Und macht auch Profit bei einer antiken Ruine. Haben wir hier oben auch. Die Produktion 1000, Kohle im Ausgang 7000. Kann natürlich sein, dass wir das nicht alles rauskriegen. Also auf der Distanz hin gesehen. So, noch ein Verbrecher führt, kann man auch rausknallen. Wo natürlich die Zufriedenheit sinkt. Oh, die Sicherheit fällt auch. Gucken wir mal eben, ob die Sicherheit dieses Fallen nicht damit zu tun hat, dass wir vielleicht irgendwo eine Person zu wenig drin haben, aber es hat wirklich damit zu tun, dass wir zu wenig Polizeiwachen haben. Dann ziehen wir noch eine hoch. Jetzt machen wir einfach hier oben. So, was macht die Schokoladenfabrik? Hier ist auch alles gut. Ich frage mich gerade, wie viele Touristen kann ich hier noch reinwerfen? Ach, und endlich auch die Pauschaltouristen hier an den Hüttendörfern angekommen. So, jetzt sollte die Sicherheit auf jeden Fall wieder steigen. Gucken wir mal eben, was meine... Ach, meine Daten kriegen schon maximal Geld. So, meine Fabriken sind inzwischen auch alle voll, produzieren also Maximum. Hola. Also einzige, woran ich jetzt wirklich noch arbeiten müsste, wäre, dass die Enthaltungswert in meiner Region steigt. So, steigt die Sicherheit gerade. Arbeitsplätze gibt ja immer ein paar, die ein bisschen angepisst sind. Setzen wir einfach noch hier einen Zirkus mitten rein. Mein Gott, 1 Million Geld. Habe ich euch jemals davon erzählt, wie ich von zu Hause ausgerissen und zum Zirkus gegangen bin? Das waren zwei wundervolle Jahre, bevor sie mich als zu verrückt rausgeworfen. Ich vermisse meine alten Freunde. Freddy. Kamerad Präsidente beim Masch. Zwei neue Bungalows. Aber warum? Klar baue ich gern zwei neue Bungalows, aber das ist eigentlich totaler Blödsinn. Naja, wenn sie es haben wollen, dann ist es so. So, was macht der Zirkus für eine Qualität? 50? Können aber 120 Leute rein. Ist ja schon mal ordentlich. Was haben wir hier? Wir haben eine Tabakplantage. Die werden wir mal modernisieren an der Ecke. Dann haben wir nämlich hier ein bisschen mehr Platz. Verbesserte Bewässerung, Highschool-Leute einladen. Na, ein Stadion passt jetzt an der Ecke nicht nochmal. Vor allem, das Stadion hat ja gar keine so hohe Qualität. Guck mal, Qualität 55. Klar, werden viele Leute darüber unterhalten, aber es bringt halt nicht so viel. Das Einzige, was vielleicht noch gut funktionieren würde, wäre hier dieses Multiplex-Kino. Aber muss ich auch erstmal Platz finden bei mir in der bekanischen Region. So, ein Transporter neben abgerissen. Dahin bauen wir direkt ein neues wieder auf. Das ist auch ein Riesenproblem im Moment, dass meine ungebildeten Leute, die kriegen ja keine Jobs irgendwo. Deshalb sind die auch so schnell dann mal wieder voll. Dann bauen wir das Multiplex-Kino so hier hin, ne? Schön an die Ecke.
Dann gibt es hier noch die U-Bahn-Station. Bam, 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 bam. 5D-Filme. Familienurlauber werden als bevorzugte Touristenklasse hinzugefügt. Romantische Komödien. Erhöht die Geburtenrate um 5 auf maximal 20%. So, stellen wir mal den Verwalter ein. Aber Servicequalität ist ja auch hier. 39. Und das ist ja... Ich muss auch mal eben gucken. Wir haben nämlich einige Obdachlose wieder. Und die werden wahrscheinlich nicht aus der reichen Klasse kommen. Deshalb erstmal ganz normal Apartments hochziehen. Und was im Hintergrund hört, ist übrigens Regen. Es wird auch gerade richtig schön kühl bei mir. So, schön. Da sollte eigentlich die Obdachlosen jetzt wieder drücken. Qualität 75. Das Militär, okay, die sind mir ziemlich loyal. Es gibt keine Rebellenbedrohung, ist kein Problem mit Unruhen. Die Sicherheit ist ein bisschen gestiegen durch das Polizeirevier. Wir haben noch 25 Highschool-Jobs offen. Vom Trockendock, ey. Kein Mensch braucht einen Trockendock. Na okay, ich brauch's, damit die Schiffe besser werden, aber ich muss es eigentlich nie voll haben. Genau, lad hier mal noch Gastarbeiter ein. Casino kann mal die Arbeitsqualität erhöhen. So, mal eben eine Highschool suchen, weil ich muss mal unbedingt wissen, ob wir da letztendlich jetzt noch relativ viele Schüler haben in der Highschool oder ob sich das so ein bisschen relativiert hat. Oh. Mal hier der Militär, den Militärbasen auch maximales Geld geben. So, Supermarkt sieht auch gut aus. Highschool wird nicht so viel produziert. Presidente. Forschungspunkte werden in Geld investiert. Genau, setzen wir hier auch nochmal eine. Obwohl das eine Scheißstelle. Wenn ich hier niemals ans Box da hinten ran will, gucken wir das an der Stelle gar nichts. So, reißt das Transporternehmen ab. Da kommt dann mal eine neue Recyclinganlage hin. Wofür mich auch wieder die Umweltschützer lieben werden. Vielleicht. Haben wieder ein paar ungebildete Leute, die wir da reinknallen können. Vance Hotel für reiche Touristen. Familienresort, Kulturreisende. Die könnten wir ja eigentlich umsetzen, ne? Weil Grund ist, wir haben natürlich da oben die antike Ruinen. Und sind natürlich Kulturreise sehr interessant. So, bis dahin und nicht weiter. Habe ich schon den Flugzeugträger gebaut? Nee, ne? Gut, dann bauen wir den nämlich eben mal. Das habe ich auch noch. Lenkbomben. Erdgasnet ist abgeschlossen. Oh, wir haben gar keinen Handel mehr offen. Da müssen wir jetzt mal gucken. Also Kleidung können wir natürlich an EU exportieren. Autos haben wir nicht. Produktionsschiene. Kohle hätten wir, aber 690 ist ja nichts. Fleisch und Milch können wir natürlich exportieren. Ist jetzt nicht die Welt. Aber Hauptsache, wir haben halt ein paar Handelsgüter, wo wir ein bisschen Geld rauskriegen. Erwarten Wahlen für das nächste Jahr
Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Sie mögen es anders formuliert haben, aber was spielt das schon für eine Rolle? Gerne doch. Das Gefühl, Geld kommt schneller, als ich ausgeben kann. Und direkt ist es voll mit ungebildeten Arbeitern. Na, mach gerade. So, hängt der auch da dran? Familienurlauber, Pauschalreisende. Keine bevorzugte Touristenklasse beim Nationalpark. Restaurant könnte ich auch einfach so rausknallen. Kulturreisende. Ah, das sind ja reine Touristenfamilien. Da sind auch die ersten schon eingecheckt. Reiche Touristen. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Das waren noch Kulturreisende in dem Bereich. Hacienda. Genau, kulturreisende Familien. Dann setzen wir direkt daneben das Museum. Und noch ein Opernhaus. Dann machen wir noch zwei hier hin. Hier hinten können wir natürlich auch noch was zum Essen hinbauen. Ist immer praktisch. So, da kommen nur die Touristen rein. Ja, die Haskus werden natürlich jetzt nicht gesteigert. Artefaktschmuggel lassen wir. Touristen ist okay. Ich weiß, dass mir das an der Stelle eigentlich nichts bringt, die Upgrades. Ah, sind die Häuser wieder alle voll? Jetzt auch nicht, wir haben schon immer noch Obdachlose. Unglaublich. Gib es doch nicht. Wie viel sollen wir denn bauen von den Apartments? Guck mal, der erste eckige Kreisverkehr auf meiner Insel. Und in der Mitte setzen wir auch noch eine schöne kleine Grünanlage. Da ist er drin. Genau, da unten war die U-Bahn. Und hier oben haben wir ja Platz auch nochmal für U-Bahn-Station. Und wir könnten hier hinten auch nochmal bauen. Damit schön viele Leute in die antiken Ruinen reingehen. Mal eben noch ein Transportbüro hochziehen. Weil es ja auch noch eine Sache, wo mir das eine oder andere fehlt. Beziehungsweise das ein oder andere Fahrzeug noch fehlt. Tja, schön wäre, wenn es so funktionieren würde. Tut es aber nicht. Na, hier oben kann man noch einen bauen. Das könnte echt helfen. Ist direkt natürlich voll wieder mit den ganzen ungebildeten Menschen. Die hier rumlungern. Wir haben die Chance, den aus. Wir brauchen keinen Wahlbetrug. Mir geht's gut. So, es sind noch 17 obdachlos. In 7 Hütten. Nein, nein, nein. Warum sind eigentlich Kinder obdachlos bei mir? Das ergibt für mich keinen Sinn. Warum muss ein Kind bei mir obdachlos sein? Gibt es nicht sowas wie ein Kinderheim, wo ich die auffangen kann? Sagt man ja so schön. Ne? Man sagt ja nicht, ja, die Kinder, die werden da eingesperrt. Das Wahlergebnis ist da. Ich habe gewonnen.
So, 20% Servicequalität. Erhöhen wir mal die Wohnqualität. Oh, die Wohnqualität ist schon 100. So, Touristenkampagne noch machen. Industrialisierung brauchen wir nicht. Staatsverschuldung haben wir auch nichts drin. Ja, da würde ich sagen, ordentlich Stück Arbeit wieder hinter uns gebracht. Ich würde sagen, wir haben inzwischen echt einige Touristen bei uns. Wir haben immer noch ein paar Obdachlose. Viele Jobs sind besetzt. Viele finden keine Jobs, weil die ungebildete Jobs suchen. Wovon ich einfach zu wenig habe. Mein Unterhaltungswert ist etwas gestiegen. Sicherheit ist ein bisschen gefallen. Nahrung sieht noch okay aus. Wir müssten aber jetzt mal langsam dazu entschließen, hier einen weiteren Supermarkt zu bauen. Das mache ich auch direkt. Den werden wir nämlich hier oben direkt bei den ganzen Touristen hinpfeffen. Dann sollte direkt die Qualität auf der Insel steigen wieder. Nicht Fraktionen. Todesfälle, Gesundheitsversorgung kann sein, dass es auch gerade wieder ein bisschen in die Enge gedrängt ist. Religion haben wir ja kein Problem, weil jede Kathedrale müsste 800 Besucher haben. 1600, 2400 wäre also das Maximum Leute, die wir da reinkriegen. Wohnraum ist so eine Sache. Vor allem, wenn die anfangen, hier hinten einfach mitten in der Stadt draufbauen, scheint irgendwas schief zu laufen. Aber gar die ungebildeten Leute einfach alles machen. Dass eine gewisse ausländische ja, Delegation nach China, kein Problem. Naja, erstmal bei China einen vernünftigen Ruf, einen vernünftigen Ruf kriegen. Haben wir nicht irgendwas, wo wir mit China handeln können? Ja. Stahl haben wir nicht, Öl können wir gerade auch nicht handeln. Obwohl doch, wir machen ja eine Umwandlung, aber wir schicken mal lieber Schokolade in die, im Mittleren Osten, wo übrigens Schokolade gar nicht verkauft wird, großartig, weil es zu schwierig ist, die zu kühlen und die schwitzt halt bei diesen hohen Temperaturen fort weg. Deshalb versuchen ja auch wirklich, in der Schweiz gibt es Forschung in der Schokoladenindustrie, um Schokolade hitzebeständig zu machen, dass sie nicht mehr schmilzt. Also schon seit Jahren versuchen die das, um halt neue Märkte erschließen zu können. Krass, oder was es alles gibt. Einfach unglaublich. Des Eingeborenen ist aus Plastik. Was? Niemals. So, ist der Objekt voll? Na, ja, Forschung ist ja okay. Naja, wie gesagt, machen wir jetzt Feierabend. Nächstes Mal sehen wir uns dann wieder auf einer noch größeren Insel, wo ich langsam den kleinen Patch installieren muss, damit man mehr als 2000 Einwohner haben kann, weil es wird doch schon ziemlich viel hier drauf. Also, bis zum nächsten Mal, euer Doc. Ciao!